Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute kommen die nächsten Challenges raus, beziehungsweise sind die nächsten Challenges rausgekommen, wenn ihr das Video sehen werdet. Ja, und zwar die Worlds Collide, beziehungsweise Welten kollidieren Challenges. Und ja, die Challenges laufen wieder so ab. Das sind wieder die ganzen Season Challenges, die dann über die ganze Season gehen. Und dabei ist ja immer so, es gibt normale Herausforderungen und Prestige-Herausforderungen. Normale Herausforderungen hat man immer drei am Anfang und immer wenn man eine abschließt, schaltet man die nächste frei. Und wenn man alle normalen Challenges abgeschlossen hat, schließt man Prestige frei. Und die laufen dann wieder genauso wie die normalen Challenges. Man hat drei am Anfang und pro Challenge, die man abschließt, schaltet man immer eine weitere frei. Beginnen wir allerdings mit dem normalen Herausforderung. Und zwar muss man als erstes einen Rift besuchen. Beziehungsweise ein Rift benutzen. Das geht hier ganz easy in Loot Lake mit der Zero-Point-Kugel. Alternativ gibt es natürlich auch noch beim Bürgerkopf einen Rift, bei Paradise Palms einen Rift und bei der Tiki-Statue dort unten einen Rift. Ja, als nächstes müsst ihr dann eine Rift-Zone besuchen. Dies geht einmal bei Tilted Town oder Retail Row. Einfach einmal in die Kugel hier reinfliegen, in diese Hülle im Prinzip reinfliegen. Sie noch einmal so besuchen. So, dann habt ihr das. Die Challenges ist also auch easy fertig. Als nächstes müsst ihr bei Loot Lake oder beim Wikingerdorf unten, da unten, den Gegnern Schaden hinzufügen und zwar 200. Ist relativ easy möglich. Ist ein 200er Headshot einfach mit einer ganz klassischen Pumpgun. Sollte also auch easy möglich sein. Ja, dann als nächstes müsst ihr einen Gedenkstein im Prinzip zum Würfel, also zu Kevin, ja, besuchen. Und das hier ist dann zum Beispiel hier bei Loot Lake einmal und bei Paradise Palms da neben der Oase oben auf dem einen Hügel, dort wo der Würfel auch das erste Mal aufgetaucht ist. Ich weiß gar nicht, ob hier Loot Lake auch als Rift Zone zählt und dass die Depot auch als Rift Zone zählt, aber auf jeden Fall Retail Row und Tilted Town, beide zählen definitiv als Rift Zones. Als nächstes müsst ihr in der Wüste unten, also die ganze Wüstenregion hier, drei Gegner eliminieren. Das heißt, das könnt ihr auch machen, wenn ihr da unten dann das besucht habt. Übrigens, ihr müsst nur eins besuchen, also entweder das oder das hier bei Loot Lake. Müsst nicht beide besuchen, sollte dementsprechend relativ gut möglich sein. Dann müsst ihr hier bei Loot Lake Chests durchsuchen. Dafür könnt ihr hier die Häuser nehmen oder irgendwo auf den Inseln oder hinten. Loot Lake ist ja riesengroß mit vielen Kisten. Da hinten die Gebäude gehen auch oder unten am Bunker. Geht das genauso gut. Also sollte man das relativ gut finden können. Danach müsst ihr Pilze sammeln. Die sind sehr viel zu finden hier in Lonely Lodge. Bei Haunted Hills gibt es auch eine Menge Pilze. Und zwar müsst ihr 10 Stück sammeln. Das heißt, ihr müsst 50 Leben damit regenerieren. Wie gesagt, bei Haunted gibt es viele und bei Lonely gibt es viele. Natürlich gibt es bei Shift Chefs auch noch ein paar und an ein paar anderen Punkten auch noch. Aber das sind, denke ich mal, die meisten, die dort sind. Ja, dann kommen wir zu den Prestige-Missionen. Und zwar müsst ihr 4 Rifts jetzt benutzen. Das nicht in verschiedenen Matches, sondern auch nicht in einem Match. Sondern ihr könnt alles in einem Match machen, ihr könnt es allerdings auch in 10 verschiedene Matches machen. Ja, dafür ist es am empfehlenswertesten, hier der Loot Lake Rift zu benutzen. Dafür einmal hier reingehen und direkt wieder nach unten fliegen. Das sozusagen als Dauerschleife benutzen. Dann habt ihr das auch fertig. So einfach wieder rein. Der Rift geht ja nun mal nicht weg. Als nächstes müsst ihr dann in Rift Zones, also entweder hier in Tilted Town oder in Retail Row Kisten durchsuchen. Dort gibt es eine Menge Kisten. Dementsprechend sollte es auch gut möglich sein. Da müsst ihr hier am Wikingerberg oder in Loot Lake noch Kills machen. Als nächstes müsst ihr einmal die Gedenkstätte an Loot Lake besuchen. Und auch die in der Wüste. Diesmal beide. Müsst ihr beide besuchen. Ich glaube allerdings nicht in einer Runde. Die zweite Würfelgedenkstätte oder Statue ist hier zu finden in der Nähe der Oase. Zwischen der Oase und Paradise Palms. Sollte relativ leicht zu finden sein. Hier sind auch die großen Verbandpunkte auch noch. Ja. Als nächstes müsst ihr dann
Paradise Palms und also in Paradise Palms oder in Fertile Fields, da einmal da oder da auf der Karte hier unten in den beiden Orten Gegner eliminieren. Diesmal allerdings auch eliminieren, 4 Stück, um genau zu sein. Und dann müsst ihr noch in Lucky Landing oder in Loot Lake Kisten durchsuchen. Ja, sollte auch gut möglich sein. Und als letztes müsst ihr diesmal in einem Match 5 Mushrooms bzw. Pilze sammeln. Und zwar, das geht relativ easy in Loom Lodge, wie gesagt, Haunted Hills. Oder alternativ auch in Shift Shafts. Das waren alle Challenges. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Lasst auch gerne ein Like da und schreibt mir Feedback in die Kommentare, was ich vielleicht noch verbessern kann. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao.